Hallo, herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda, The Wind Waker. Oh, da ist er noch ein Slimy. Danke, den nehme ich mit. So, wir müssen jetzt also einmal nach Osten. Schon wieder dieser blöde Hai. Der geht mir ziemlich auf den Keks. Vielleicht können wir den auch irgendwie wegbomben. Wir hatten ja die Bomben damals noch nicht, als wir das schon mal probiert haben, den zu überfahren. Aber... jetzt haben wir eine Bombe. Okay. Ich komme mit diesen Bomben nicht klar. Oh shit, da ist ja schon wieder das Viech. Sollen wir es nochmal probieren? Ich meine, oh ne, da sind ja mehrere. Okay, warte mal. Segel setzen. Tschüss. Nee, mach mich vom Acker. Ist mir zu gefährlich. Zeig mir mal die Karte. Bin ich jetzt hier noch richtig? Eigentlich ja, ne? Ist hier irgendwo noch ein Fischi? Fischi, Fischi. Da ist ein Fischi. Muss man mal, glaube ich, angewöhnen. Das anders irgendwie zu verteilen hier. Es kursieren Geschichten, dass es in der Schule von Portemonnaie eine bezaubernde schöne Lehrerin geben soll. Allerdings macht ihr wohl eine Viererbande von vorlauten Rotzlöffeln das Leben ganz schön zur Hölle. Und das täglich. Diese Sträucher hacken den ganzen Tag irgendwelche Streiche aus und klettern zum Beispiel auf Bäume oder verstecken sich hinter Gebäuden. Eine ordentliche Standpauke brauchen die mal. Ja, das haben wir schon gemacht. Die Information war für umsonst. Dankeschön. Und er hat ja wenigstens das Feld freigeschalten. Okay, also ich glaube, wir müssen hier hin, ne? Umherirrender, der du einen Wegweiser zu den Göttinnen suchst. Bringe den Dämon zu mir. Du hast Dins Dämon in die Hände des Steingötzen gelegt. Bleiben noch zwei. Okay. Das war's hier dann? Okay. Das ist die Frage. Gibt's hier drüben was? Nö.
Es gibt nichts. Gut. Ja. Okay, gucken wir auf die Map. Wir können jetzt... Fahren wir nach... Ja, wir fahren einmal nach Osten. Würde ich sagen. Okay, weg von diesem Wirbelsturm. Toll. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Damn you. Na gut, so weit weg bin ich jetzt nicht rausgekommen. Aber es ist schon ein bisschen nervig. Es ist schon ein bisschen nervig. Irgendwo ein Fisch rum. Da gibt es ja auch Felder, die einfach nur leer sind. Fisch ist. Ich geh mal kurz zu Terry. Ich kann mal ein bisschen Fischfutter noch vertragen. So. Thank you.
Okay, also ich habe irgendwie das Gefühl, hier gibt es keinen Fisch, der hier rausspringt. Na gut, egal. Also müssen wir nach Süden. Da ist ein Fisch. Jungchen, weißt du, was Schleim ist? Ja, ich weiß, klingt nicht gerade sehr angenehm. Es handelt sich dabei um eklig klebrige Monster, die einen anspringen, wenn man sich ihnen zu sehr nähert. Auf der Insel da tummeln sich zuhauf. Du kannst ja mal einen Abstecher hinmachen. Okay, der Elixierbrauer, den kennen wir auch schon. Okay, gut. Diese Info war unnütz. Aber egal, dann ist jetzt wenigstens die Karte teilweise aufgedeckt. Okay, dann gehen wir weiter nach Süden. Ich frage mich, ob diese Kanonen dann noch wegbleiben, wenn man die einmal weggebombt hat. Oder ob die dann wieder respawnen. Wäre natürlich ganz schön, wenn die weggeblieben wären, ne? Also zumindest eine Kiste. Okay. Auch gut. Okay. Wir können jetzt geradeaus. Da scheint noch eine Fee zu sein, ne? Das wäre ja auch ganz nice. Gehen wir doch mal hin. Vielleicht war ich da auch schon. Da ist noch ein Fischi. Es kann natürlich sein, dass ich hier schon war. Mit dem Fisch da nochmal babbeln? Nee, komm. Ich glaube, das habe ich schon. Ich gehe da mal hin. Ich weiß nicht, ob ich hier schon war.
nicht. Ne? War ich hier schon? Hm. Könnte sein, ne? Ich glaube, hier war ich schon. Aber es ist immer hier noch ein Fragezeichen, ne? Dann sollte ich vielleicht doch mal mit Fisch reden. Jetzt gucke ich mal hier nochmal. Ich glaube, hier war ich schon bei der Fee. Ja, ja. Hier war ich schon. Hier war ich schon. Okay. Das ist genau mein Problem. Wenn ich mir Sachen nicht abhake irgendwo auf irgendeinem Zettel, dann kapiere ich überhaupt nicht mehr, wo ich war. Wo ich hin muss. Was auch immer. Jetzt babbeln wir nochmal hier mit dem Fisch. Ich weiß nicht, ob ich schon mit dem geredet habe. Ich weiß es echt nicht. Wahrscheinlich schon, aber... Wir quatschen trotzdem nochmal mit ihm. Fischi, Fischi. Erzähl mal. Mit dir habe ich doch schon geredet, oder? Hm? Okay, also er zeichnet zumindest nochmal ein. Okay, nee, dann habe ich noch nicht mit ihm geredet. Alles klar. Im Portemonnaie gibt es eine Auktion, immer nachts. Okay, das wissen wir schon. Brauche jetzt nicht vorlesen. Segel habe ich auch schon. Bla 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 bla. Okay. Egal, Hauptsache du hast die Karte aufgelegt. Gut, weiter nach Süden. Sind wir richtig? Noch ein Tick. Jetzt haben wir Kurs. Okay, da haben wir wieder einen Wirbelsturm. Sehen wir irgendwo einen Fisch springen? Da ist Terry. Okay, wenn Terry hier ist, dann muss er hier irgendwas sein. Oder? Ist vielleicht irgendwas in der Luft? Nee. Okay, kein Plan. Okay, dann fahren wir doch mal da. Da wollte ich nicht hin. Fahren wir da hin. Da sind wir eh schon auf dem richtigen Weg, ne? Ja, okay. Da haben wir auch mit dem Fisch schon geredet, oder? Ja, hier auch, hier auch, hier auch. Hier müssen wir noch. Wie gesagt, hier, aber kein Plan. Oh, da kommt schon wieder der Hai, oder was? Okay.
Spooky. Ich denke nicht, dass hier noch irgendein Geheimnis ist, oder? Nee. Ich glaub's nicht. Okay. Gut, dann würde ich sagen, drehen wir einmal und fahren nach. Zurück. Also irgendwas muss hier im Auge dieser vier Wirbelstürme sein. Jungchen, schon mal was von dem goldenen Dreifuß gehört? War wohl irgendein Piratenkapitän. Jedenfalls soll sein Schatz hier auf dieser Insel versteckt sein. Wenn du scharf drauf bist, dann solltest du dich da drin mal aufs Gewissenhafte umsehen. Und zwar von der Decke bis in die Parkettritzen. Okay, dann machen wir das. Schönen Tag noch, Fischi. Kommen wir hier irgendwie hoch? Hm? Dieser Wendekreis in diesem Schiff, ne? Hier kommen wir hoch, oder? Das sieht doch ganz nice aus hier. Von der Decke bis in die Parkettspitzen. Na gut. Dann tun wir das. Dem scheint es hier ziemlich gut zu gehen, ne? Oh, sieht ganz nice aus. Ich würde auf dieser Insel auch bleiben. Warum nicht? Immer hinter den Wasserfall gucken. Auf jeden Fall. Und du? Was siehst du wieder? Eine Möwe, zwei Möwen. So viele Möwen. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Irgendwie unten drunter. Aha. Naja, 4 Rubine sind es jetzt ja auch nicht. Wenn das jetzt nur silberne wären.
Würde es ja verstehen. Das hier ist die Villa des ehrenhaften und bezaubernden schönen Madame Marie, Lehrerin in Portemonnaie. Aha. Unbefugter Zutritt strengstens untersagt, der Verwalter. Tja. Sollen wir darauf hören? Der geht's aber echt gut hier, ne? Nehme er seinen schmutzigen Finger von meiner Klinke, der unverfrorene Lümmel. Dieses Anwesen darf nur meine ehrenwerte Herrin betreten. Hinfort mit ihm. Er ist hier nicht willkommen. Okay, können wir irgendwas mit diesen Amuletten machen? Und was soll ich seiner Meinung nach mit diesem Gegenstand anfangen? Unverfrorener Lümmel? Ich weiß nicht, ich habe halt gedacht. ich denke halt. So. Okay, also können wir hier nichts machen. Erstmal. Aber wir haben es eingezeichnet, ne? Auf der Karte. Okay. Dann würde ich sagen, vielleicht fahren wir einfach mal hier noch außen rum. Oder? So, also, wir sind hier. Da oben waren wir schon, deswegen hier runter. Südwest. Habe ich mir die Bomben wieder draufgelegt, anstatt das Futter. Ganz schlau. Gehen wir erstmal zum Fisch. Gucken, was der zu sagen hat. Hallöchen. Ich verrate jetzt mal was. Unter den schwarzen Erdstellen auf Präludien liegt so mancher Schatz. Wenn du mir nicht glaubst, dann grab doch selber mal. Wie, du hast keine Schaufel. Vielleicht kannst du ja irgendein Tier dazu bringen, für dich zu graben. Gewusst wie, hm? Okay. Okay, es gibt ja Schweine auf Präludien. Dann muss ich wohl die Schweinchen irgendwie dazu bekommen, zu graben. Okay, hier war ich aber definitiv noch nicht, oder? Nö.
Okay, wie kriege ich das hier weg? Kann ich das wegspringen? Glaub's nicht. Oder? Oh, doch. Okay, funktioniert. Gut. Rein da. Zack. Ist ja perfekt. Mal gucken, was ich jetzt krieg. Junge der Winde. Der Junge der Winde. Noch mehr Bomben. Uiuiuiui. Okay. 99 Stück. Ist ja krass. Damit habe ich nicht gerechnet. Sehr gut. 99 Bomben. Ja, warum nicht? Brauchen wir ein bisschen Heilung? Cool. Das ist cool. Okay. Warte mal, ich mach gleich wieder das Fischfutter hier drauf. So. Und Schiffi? Schiffi, wo bist du? Oh, und da kommt ja noch mal einer. Gibt da noch mal Schleim? Nö, okay. Er gibt keinen Schleim mehr. Das heißt, wir kriegen nur einmal Schleim jeweils von diesen Viechern. Auch gut. So. Karte. Ich würde sagen, wir fahren erstmal wieder nach Westen. Okay, da kommt wieder. Da kommt wieder ein böser, böser Wirbelsturm, der uns wegpustet. Den wollen wir nicht. Den wollen wir absolut nicht. Aber ich will den Fisch. Du schon mal von einem Wirbelsturm durch die Luft geschleudert? Ja, dieser Gott namens Cyclos, der über den Wirbelsturm befehligen soll, kann sich damit augenblicklich von Ort zu Ort wirbeln. Damit könntest du dir wohl so manchen langwierigen Bootstrip sparen und deine Reisen etwas effizienter gestalten. Aber diesem windigen Gesellen kommst du nur bei, wenn du irgendeine Waffe hast, mit der du ihm aus einiger Entfernung was verpassen kannst. Kannst du mir folgen? Ja, kann ich. Das wäre es soweit. Aber ich glaube, den Bumerang schaffe ich das nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich hier einen Bumerang oder was ausrichten kann. Wow, was haben wir denn da? Tausend Sachen.
Okay, es waren wirklich nur Rubine. Na gut, immerhin. Wie komme ich hier hoch? Komme ich von hier aus hoch? Ich gehe mal kurz ins Wasser. Naja, anscheinend. Okay. Okay, hier können wir aber auch noch nichts machen, ne? Bestimmt. Was mit diesem Schalter machen? Was passiert mit diesem Schalter? Nix. Na gut, hier sind so viele Sachen. Da ist noch ein Schalter. Hier für eine Insel zum Geier. Wahrscheinlich muss man mehrere Dinge gleichzeitig betätigen. Okay, und da vorne, das kann ich einfach noch nicht machen. Und hier kann ich auch noch nichts machen. Geht gar nichts. Hier könnte ich eine Bombe vielleicht noch hinlegen. Oder ist da irgendwas in, eine Inschrift? Ah, da ist eine Inschrift. Die vier Schalter auf dieser Insel müssen alle gedrückt werden. Und das Ganze muss auch noch schnell vonstatten gehen. Wer meine Warnung nicht befolgt, dem ist schlimmes Unglück gewiss. Prophet S.W. Pochet. Okay, also wir können das jetzt eh noch nicht machen. Gut. Also, dann tut sich dann hier noch nichts. Gut, dann fahren wir einfach nach Norden wieder. Oh nein, nein, oh. Shitty. Gut, hier treffe ich ihn nicht, ne? Treffe ich ihn hier irgendwie? Nee. Also mit dem Bumerang geht es nicht. Definitiv nicht. Und wo hat er mich hingebracht? Na gut, immerhin. Muss doch irgendwo dieser Fisch sein. Wahrscheinlich da hinten an der Insel. Sehen wir irgendwo einen Fisch springen? Da hinten. Hey.
Wieso ist das jetzt hier noch verdeckt? Das war das, wo nur offenes Meer war. Das hat bestimmt mit diesem Wirbelsturm zu tun. Das kann ich mir nicht vorstellen. Hier ist ja sonst nichts. Da ist Harry. Ich meine, es geht schon um einiges schneller mit dem Segel, aber es müsste noch schneller gehen. Es müsste noch schneller gehen. Es wäre noch besser. Du hast doch auf deinen Reisen bestimmt schon mal diese komischen leuchtenden Kreise im Wasser gesehen. Versunkener Schatz. Aber es gibt auch welche, die leuchten erstmal gar nicht. Aber wenn du dann eine Schatzkarte aufgeschlagen hast, leuchten sie umso strahlender. Unter diesen findet man auch wirklich fette Schätze. Gut. Alles klar. Hab's verstanden. Okay, ist irgendwo ein Fisch. Irgendwo ein Fischi. Nö, also ich sehe jetzt hier keinen. Kollege wieder. Die Kanonen sind eine Gefahr für alle Reisenden. Ob die nicht endlich jemand verschrotten will? Dort gäbe es doch auch was Lohnendes zu holen. Naja, das ist mir schon klar, aber... Das nervt ein bisschen. Verzeihung. Ach, hier können wir noch gar nicht hin. Okay. Ich habe noch nicht die Kraft.
Oh, den können wir am Arsch machen. War denn mein Schiffi? Hm? Ach, da unten. Okay, gucken wir mal kurz auf die Karte. Wir haben dieses Teil noch nicht aufgedeckt, ne? Also hier muss noch irgendwo ein Fisch rumgurken. Ja, ich habe ihn gesehen. Einmal drehen, bitte. Der schwimmt genau dazwischen diesen Booten rum. Ja, Fischi, nimmst du mal dein Futter? Bitte? Oh, jetzt ist es weg. Oh, super. Jungchen, schon mal was von dem goldenen Dreifuß gehört? Jedenfalls soll sein Schatz hier auf der Insel versteckt sein. Riesige Felsenfratze. Hatten wir den Dreifuß nicht schon mal? Okay. Na gut. So, wo ist jetzt die Insel? Oh ja. Nächste Artefakt draufschmeißen sollen. Müsste eigentlich hier in der Richtung sein. Hier? Ist da noch ein Fisch? Ja. Fischi, 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 Fischi. Von hier aus geradewegs nach Norden begibst, kommst du zu einer Insel namens Port Monet, auf der ein berühmter Fotomeister wohnt. Okay, den haben wir da schon kennengelernt. Also die Informationen, die hätten sie sich sparen können. Ganz ehrlich. Okay, gehen wir auf diese Insel, weil da müssen wir hin. Schauen wir mal, was hier passiert. Okay, irgendwas passiert gerade.
ist Triforce. Dieser Turm, der durch die Kraft der von den Hütern bewahrten der Monte aus der Versenkung aufgetaucht ist, ist ein Ort, um den Mut der Menschen auf die Probe zu stellen. Erbaut wurde er von den Göttern der Vorzeit. Nur wer die ihm hier auferlegten Prüfungen zu bestehen weiß, wird von den Göttern als Held anerkannt werden und nur dem wird die Ehre zuteil, von der Kraft, das Allböse ausmerzen zu können, beseelt zu werden. Link, die Kraft, derer du dich würdig erweisen und habhaft machen musst, ist nur noch einen Schritt entfernt. Glaube an deinen Mut, der dich schon so viele Abenteuer hat überstehen lassen, und sei auch in der Prüfung der Götter erfolgreich. Okay, nice. Gut, dann würde ich sagen, ich mache jetzt den Ausstieg und dann sehen wir im nächsten Part, was uns da in diesem Turm der Götter erwarten wird. Also bis dahin. Bye, bye.